Den bewegen wir auf die... Warte mal. So, hier sehen wir so ein kleines Loch. In diesem Feld hier, das sieht aus wie ein riesiges Brett, sind Sachen versteckt. Nicht in allen, aber in vielen. Dann geht er, läuft einfach auf dieses Feld rauf und drückt Examen. Manchmal findet er was raus. Ein leichtes Schwert, Kurzschwert, keine Ahnung. Aber ich kann mich weder jetzt bewegen. Eigentlich ist es sogar manchmal möglich, dass ihr euch noch danach bewegt, wenn ihr nicht zu weit gelaufen seid. Aber jetzt ist es vorbei. Als nächstes wäre es schlau, wenn Clint... Mist. Sich ein bisschen wegbewegt. Nee, das ist sehr schlecht, weil wenn Gegner von oben angreift, gibt es einen Bonus an Damage und hier auch noch. Also ich würde euch raten, dann hier stehen zu bleiben. Was mache ich da? Ich bleibe einfach da stehen, wo ich bin. Nee, ich glaube hier. Ist auch egal, der wird eh Energie verlieren. Jeder Charakter hat am Anfang so ein Kraut, womit er sich heilen kann. 31, er ist voll. So, jetzt ist Ash dran. Und Ash hat noch neben den Angreifen auch noch Magie. Fairy Light, Feenlicht. Also, damit kann er sich auch noch heilen. Dann braucht er nicht ein Kraut. Was noch möglich ist, ihr könnt noch zum Beispiel ihn, sein Kraut benutzen, um auf Clint zu schmeißen. Seht ihr, ist wieder so ein kleines Kreuz. Also könnt ihr eure Kameraden auch so heilen. Aber ich will einen töten. Ich krieg Support von Clint und hoffe, dass ich ihn vernichte. Ja. Jetzt kriegt Ash auch ein Level up. Aber, wenn ich mich nicht irre, müsste hier auch noch was liegen. Es müsste hier sein, ja. Da liegt auch noch was. Was das für ein Item ist, weiß ich nicht. Also ihr seht, der Gegner ist schlau. Sein Bogenschütze lässt einen Abstand, einen Feldabstand, um mich zu vernichten. Und der greift von hinten. Ach egal, das Item da hinten brauche ich nicht. Davon gibt es mehrere im Spiel. Und ich benutze eh nicht so viele der Items, die man findet. So, da haben wir Clint. Wie sollen wir das am besten machen? Ich will beide töten auf einen Streich. Schade, dass er nicht hinterhängen kann. Okay, greife ihn von der Seite an. Töte ihn. Yeah. Der macht ziemlich viel Schaden, weil es ein Bogenschütz ist. Und Ash nehmen wir jetzt und spießen ihn vom Rücken auf. Und es ist vorbei. Arg. Don't kill me. I'm pleading with you. Und dann noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Unser Ziel war es hier, den zu vernichten, aber wir haben noch seine Lakaien erledigt. Wieso? Da seht ihr es gerade. Wir haben jetzt für jeden etwas Gold bekommen. Und Gold? Mit Gold können wir dann später Sachen kaufen. Und das werde ich noch machen. Und... That should teach you guys, huh? It is you, I knew you. I seen you before, Zugatch, oder keine Ahnung. What? The same Zugatch that we threw in jail just 2 months ago. Yup. Same bonehead grin. Don't you recognize him? The pleasure is all mine. Wait a minute. Only 2 months, he's already out? Must have busted out. True, but I don't think for a minute of it. This is a loser. That this loser would be able to break himself out of prison. State and Sons may break my bones. Yeah, Stock und Stein. Ah, ich habe keine Ahnung, wie das nochmal hieß. But it don't bother me, because my friends won't forget about me. What does that mean? Answer me. Oh, nothing. I'm just mumbling. Ah, endlich, Clint redet auch mal. I think I get it. Duh. Bandits have shut off all trade in this valley. Whoever freed him is probably reaping huge on black market profits.
A Greek politician or merchant pulled strings, so what else is new? That burns me out, ja, mich auch. Should I put an arrow in him right now? No, stop! Holy Diego, killing this flea is no answer. Our job is finished, let's go back to Shumeria. Ja, das ist eine Stadt oder ein Schloss, aber ein Ort. Alles. Items? Gehen wir mal unter Items. So, wir haben hier mit Diego ein Schwert gefunden. Da ist es. Und das können wir jetzt irgendjemandem geben, einen von den drei. Oder ins Depot packen. Und ihr seht, unten rechts steht eine Anzeige, um wie viel die AT, also die Angriffs-Attack, also der Attack, die Angriff erhöht wird. Und was der jeweilige Charakter schon im Inventar hat. Ihr seht, Ash hat schon so ein Schwert. Aber er nicht. Also dann geben wir ihm das, yes. Und gehen hier raus. Nein, das war falsch. Ich muss nochmal unter Items. Clint. Ach, hat er schon jetzt automatisch angezogen? Hätte ich nicht gedacht. Wir saven einmal. Ja, ihr seht, ich habe da schon ziemlich lange her. Gespielt. Nehmen wir. Und ihr seht, ich habe den verschiedenen Stufen durchgespielt, weil ich immer getestet habe, was man alles machen kann. Level 37, wie ich darauf gekommen bin, das erkläre ich euch, wenn ich die Level erreicht habe. Also, das speichere ich über. Und das wird auch unser Speicherplatz sein. Wir bewegen uns jetzt zum Capital Shumeria. First, let's go to HQ and give our report. Hier können wir jetzt, wenn wir uns bewegen, können wir wieder hier Leaf Town, dann sind wir wieder auf der Karte. Und hier müssen wir. Hier gibt es noch eine Taverne, wo wir Infos auch von Leuten holen können. Dojo. Dazu kommen wir dann, wenn wir, wir sind im Moment Level 6 oder 5. Wenn wir Level 10 sind, besuchen wir das zum ersten Mal und sehen, was das für einen Sinn hat, dieser Dojo. Aber wir gehen erst zum Shop. Wir haben hier ein paar Leute getötet und Gold bekommen. Haben wir bei Purchase. Also, muss ich das unbedingt kaufen? Yes. Achso, ich kann noch gucken, wen ich das gebe, bevor ich es ganz kaufe. Diego kriegt dafür einen extra Schaden. Do you want to equip yourself with it now? Ja. Achso, deshalb. May I purchase your used equipment? Ja, also das finde ich gut gemacht. Ihr kauft euch eine neue Waffe für euren Charakter und ihr könnt sofort die alte verkaufen. Das finde ich sehr gut gemacht im Spiel. Stäbe kann keiner von uns bis zur Zeit tragen, aber zur Zeit wird auch keiner tragen können. Was es mit den Stäben auf sich hat, finden wir im Laufe des Spiels wieder. Das haben wir beide, so brauchen wir nicht. Armor. Ash kriegt ein bisschen. Okay. Lightband ist für Diego, ja. Ihr seht, jedes Item ist für bestimmte Charaktere nur gedacht. Und kauft euch immer das teure. Es sind immer so, glaube ich, zwei Stück immer. Die zwei sind eine Kategorie, die zwei sind eine Kategorie und die hier. Ja, das kaufen wir. Noch eins für Clint. Cape und die Wollrobe brauchen wir noch nicht. Items, wir können jetzt zum Beispiel hier, wow, 2000 neue Sachen kaufen. Aber ich will noch was verkaufen von Diego. Er hat noch das Schwert von Clint bei sich. So, jetzt haben alle unsere Charaktere ein gutes Upgrade. Und jetzt gehen wir mal zum Hauptquartier. HQ. So, that concludes my report. Hallo? I see, well done. Let's take a good look into the background of the zoot, guys. I agree.
As always, the big guy gets away, the truth gets swept under the carpet, and only the small guy gets screwed. Hey, you're out of line. Yeah, der hier, dieser blonde Clive hier, das ist der Commander, also der die drei befehligt. You're right, there are lots of things wrong with this government. Corrupt politicians are oppressive taxes with not enough police. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. But no matter how filthy things get, as long as you remember who we are, the people have the freedom to change things for the better. And it's that freedom that so many people die for 15 years ago. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das lese, weil braucht ihr euch nicht mit diesem Fehler dort zu beschäftigen. Was da oben gerade der Clive hat. Freedom will oder die day oder solche Fehler. I understand. I had no right to mouth off like that. I'm sorry. No, it's alright. In any case, you all did a fine job. You relax a little. So, wie viel lange habe ich aufgenommen? Yeah, das ist, glaube ich, erstmal genug. Oh, wann machen wir das noch? How about we had a drink in the tavern? Okay, machen wir das. Gehen wir in die Taverne. Talk to bartender. I thought it would get better after the war. But now everything is taxed and you can't walk on the streets at night. Reden wir mit jemand anders. Vielleicht hat jemand was bessere Informationen. The streets are filled with criminals and our council is filled with politicians who only care about padding their own nest. Now it's daily terrorist threats. What's going to happen to this country? Woman! Ist ja die Frau zu sein. The terrorist killed Mr. Smetana. Kein Plan, wer das ist. Head of the council. Ah, okay. Just 3 days ago. They say it was the work of the old royalists. But if you ask me, it could have been any of the dozen different groups. I'm just surprised it didn't happen sooner. Was hat der alte Mann jetzt zu sagen? Alle haben nur nutzlose Informationen, wie es aussieht. If errors were here to see how things have turned out, I wonder what he would say. Ach, unnötig. Was ist denn jetzt los? Help! Somebody. Ein Aufstand. What? Calm down and tell us what happened. A riot has broken out in the Dava district. Dava district, aka the Royal Ghetto. But they hate bloodshed, they are always the first to negotiate. That's the terrible part with Dava. That's the terrible part. The army decided that the royalist right behind the assassination on Smetana, and they came to take Count, what? To take Count Claymore away. Ah, okay. Things got tense. The young nobles gathered around the soldiers. Then there was some shoving, and some drew a sword. What kind of fool? Let's get over then right away. Move, Dava District. Wenn ihr mal diesen Ladescreen seht, heißt das, es beginnt ein Kampf. Na komm schon. So, und genau hier werden wir den Part beenden. Und beim nächsten Part werden wir hier unseren zweiten Kampf angehen. Also dann, Leute. Stay tuned und wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Vandal Hearts. Bis dann.